Tatsache, meine lieben Freunde, ich begrüße euch. Ich habe einen Grund, mir ein Säckchen drin zu ballern in Blau. Ja, ich habe das gute Stück heute auf der Straße gefunden, gleich in mein Auto reingeschmissen, mit nach Hause genommen. Getestet, es hat sich herausgestellt, alles funktioniert bestens. Nur er heizt nicht. Er wollte nicht heizen. Das ist ein Kondenstrockner von Marke Bauknecht mit 9 Kilo Volumen. Das ist schon wirklich krass. Okay, der Stromverbrauch ist natürlich auch enorm bei so einem Trockner. Egal. Es hat sich halt herausgestellt, dass dieses Heizelement die Fühler kaputt waren. Ich wollte da jetzt kein unbedingt Video machen, wie man die Fühler repariert. Egal, es ging darum, ich habe einfach diesen Fühler überbrückt und das Ding funktioniert ohne Probleme. Wir können das Ding hier zumachen. Machen wir mal hier auf Kochwäsche, zapp, zapp, drücken wir auf Start. Das Ding hat sogar Beleuchtung innen drin. Exzellent. Ist halt ein bisschen laut, aber das Ding funktioniert bestens. Nach ein paar Sekunden geht immer das Licht aus. Jetzt können wir das gute Stück mal ausschalten. Tür aufmachen. Und man merkt sofort die Hitze hier drin. Also, aber das war ja noch nicht alles. Da ich das Ding überbrückt habe, besteht natürlich die Gefahr, dass das Ding sich überhitzt und da dieser Fühler dafür sorgt, dass das Ding, das Heizelement ausgeht, sobald es überhitzt ist. Jetzt kann er ja nicht mehr ausgehen. Zur Not habe ich mir einen Feuerlöscher dahingestellt. Halt auf Nummer sicher, aber bisher ist jetzt nichts passiert. Ich habe das Ding laufen lassen. Funktioniert alles bestens. Ja, Leute, und so kann man das Ding eigentlich schon verscherbeln. Machen wir aber nicht, weil das nicht fachgerecht gemacht wurde. Das nutze ich für mich selber, um meine Wäsche zu trocknen. Jetzt brauche ich das nicht. Ja, aber geiles Teil. Und das vollkommen umsonst. Von der Straße.